Das ist natürlich alles mit Humor zu nehmen und nur ein Spaß. Wir wollen auf gar keinen Fall irgendwie einer Schwangeren zu nahe treten. Kannst du mich hier vorne halten? Nein, Leikert, du musst mich nach vorne gehen. Ja, noch ein bisschen. Schwangere dürfen nicht zu viel tragen. Ich mach dir gleich eine Liste. Auf jeden Fall Babybrei. Ich kann doch nicht so in den Supermarkt gehen. Oh. Wie macht denn eine Katze? Miau. Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist heute ein etwas außergewöhnliches Video mit Claudio. Vielleicht seht ihr schon, was ich hier habe. Das ist ein Bauch, wenn man sich als Schwangere verkleiden möchte. Also so ein Kissen, was man sich um den Bauch machen kann. Und Gewichte habe ich hier auch. Claudio, der hat irgendwie überhaupt gar keine Ahnung, wie das ist, schwanger zu sein. Der fragt mich manchmal total komische Sachen. Gut, jetzt bin ich nicht mehr schwanger, aber ich war ja schwanger, wie ihr wisst. Und ja, hat da manchmal echt ganz absurde Ideen und deswegen muss er heute einfach mal den kompletten Tag ausprobieren, wie das so ist, schwanger zu sein. Dafür habe ich diese Sachen für ihn besorgt und wir gehen jetzt mal rüber zu Claudio und zeigen ihm, was ich hier habe. Mal gucken, ob er einverstanden ist. Klopf, klopf, Claudio. Hallo, hallo, Claudio. Guten Morgen. Morgen! Ah, die Kamera läuft schon. Die Kamera, Katja, es ist viel. Nehmen wir mal gerade ab, was ich hier habe. Ja, wow, das ist doch was vor. So, genau. Guck dir mal an, was ich dir da mitgebracht habe. Pregnant Belly Bauch. Tschüss, Katja. Ich muss nach Hause. Tschüss. Also, Claudio, du kannst dir schon denken, ich habe es gerade schon gesagt, du hast in letzter Zeit so dämliche Fragen über Schwangerschaft gestellt. Ja. Ich habe so das Gefühl, du hast überhaupt keine Ahnung, wie das ist, schwanger zu sein. Deswegen kannst du jetzt mal 24 Stunden selber mal schwanger sein. Was hast du davon? Ja, das, guck mal. Also ich hab mal lustige Fragen gestellt. Ich weiß natürlich, dass es sehr, sehr schwer ist, schwanger zu sein. Ich finde das auch. Na, vielleicht ist das ja gar nicht so schwer. Du wirst es sehen. Kathi, und das muss jetzt 24 Stunden lang tragen? Genau, ich würde sagen, den Bauch kannst du dir schon mal ummachen, dann haben wir hier noch die Gewichte, da müssen wir gleich noch verlinken. Ach so, weil das ist sonst zu einfach. Ja, genau, weil das ist ja auch ein gewisses Gewicht. Da würde ich sagen, die Gewichte kannst du dir auch dann um Arme oder um die Beine machen. Das ist eine sehr, sehr coole Challenge. Das ist eine gute Idee. Die kannst du dir um die Beine machen. Das ist doch nicht ernst. Ja, doch, das ist mein Ernst. Vor allem sind das auch die Gewichte, die gehören Karen. Ja. Die hast du von Karen genommen. Das gibt's nicht. Denn die hat mir Karen zur Verfügung gestellt. Denn ihr kennt Karen, wenn es um Scherz geht, Claudio ja, zu ärgern. Dann arbeitet ihr zusammen. Da arbeiten Karen und ich immer äußerst gerne. Aber du sollst jetzt den Bauch Ja, komm, wir lassen dir gerade mal ein bisschen Ruhe. Du kannst dich fertig machen. Und, ja, und da kommst du wir warten hier vor der Tür auf dich. Okay. Ja, der war ja nicht so begeistert, der Claudio. Mal gucken, wie er gleich so aussieht. So, ich habe kurz gewartet. Jetzt gucken wir mal, wie es unserem Claudio so geht. Ich höre dich schon vor der Tür quatschen. Ja. Hey Claudio. Und ja, dreh dich mal zur Seite. Man sieht doch gar nichts in deinem schwarzen Pullover. Ich habe ein bisschen zugelegt. So, ja, also ist noch nicht ganz fortgeschritten, die Schwangerschaft. Ja, ich glaube, ich bin so im dritten, oder? Ist das der dritte? Ja, ein Sechster? Bisschen, ja, Sechster. Oder? Was ist der Sechste? Je nachdem. Ja, und ich sehe. Aha. Ja, also das, ich merke auf jeden Fall. Zwei Unterschiede auf jeden Fall. Also man merkt das auch beim Sitzen, habe ich schon gerade gemerkt. So, ja. Genau, und du musst auch immer natürlich vorsichtig sein, wenn du jetzt da gleich an den Tisch ranrutscht. Nicht, dass du deinen Bauch einquetscht, ne? Stimmt. Also kann ich eigentlich nur noch von. Oh, da muss ich ja so spielen, das ist ja voll schwierig. Aber das Gute ist gerade, was ich jetzt schon gerade gemerkt habe, ich kann hier einfach die Kamera ein bisschen höher stellen. Also beim Zocken wird man das nicht merken. Ja, die Zuschauer werden nicht beim Zocken merken, dass du einen runden Bauch bekommen hast. Ja. So, Claudio, ich lasse dich jetzt erstmal. Mach mal ein bisschen deine Arbeit und ich werde wohl so im Laufe des Tages noch ein paar Aufgaben für dich haben. Oh nein. Naja, okay, dann lassen wir erstmal den Claudio und wir sehen uns gleich wieder. So, ihr seht, ich bin hier schon wieder vor Claudios Studio und ich habe hier einen Stoffbeutel dabei. Claudio muss jetzt einkaufen gehen, aber natürlich nur ganz leichte Sachen. So. Hallo Claudio, wie geht es dir? Ja, mir geht es eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich gestehen. Ja, guck mal, ich habe hier einen Stoffbeutel für dich, nimm den mal. Ja. Du musst nämlich jetzt mal ein bisschen einkaufen gehen, aber denk dran, Schwangere dürfen nicht zu viel tragen. Also nur ein paar leichte Sachen, ich mache dir gleich eine Liste. Auf jeden Fall Babybrei und ja, noch ein paar andere Kleinigkeiten. Kathi, ich kann doch nicht so rausgehen. Ich kann doch nicht so in den Supermarkt gehen. Wieso? Sollen sich Schwangere nur zu Hause aufhalten? Nein, klar, aber ich kann doch nicht vor mit den Gewichten noch am Bein. Ich kann doch nicht so in den Supermarkt gehen. Die Leute werden mich anschauen. Was meint ihr? Kann Claudio so in den Supermarkt gehen? Ja. Oh nein. Ja gut, dann nehme ich meine Jacke und du schickst mir die Liste über WhatsApp, oder? Ja, ich schicke dir die Liste über WhatsApp. Kannst ja gleich mal berichten, wie es so gelaufen ist. Ja. Ja. Genau, mal gucken, ob deine Jacke noch zugeht, ne? Da bleibe ich auf jeden Fall noch dabei. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall die Jacke zu. Ich glaube, nee, die geht nicht zu.
Nee, ich muss auch. Nee, die geht nicht zu. Ich muss so laut. Ja. Danke, Kathi. Tschüss. Aber denk dran, nicht zu viel schwer schleppen, ne? Nein, Babybrei und ja, du schickst mir die Sachen mal. Ja, schick ich dir. Hey, ich warte hier gerade im Flur auf Claudio. Ah, und da höre ich ihn auch schon. Ich glaube, er hat seinen Schlüssel vergessen. Deswegen warte ich hier auch, damit ich ihm die Tür aufmachen kann. Weißt du, wie peinlich das war, Kathi? Wieso denn peinlich? Ja, ich bin mit so dein Irrlaub. Ja, aber die denken doch nicht, dass du wirklich schwanger bist. Ja, das nicht, aber die denken einfach, dass du einen kugelrunden Bauch hast. Nein, Kathi, und dann noch mit den Gewichten am Bein. Die haben mich angeguckt, als wäre ich irgendwas. Ich habe jetzt deine Sachen geholt übrigens. Ja. Ja, komm, dann bringen wir die mal nach oben. Ja, toll. Wegen 5 Sachen, die schickst du mich einkaufen? Ey, diese Gewichte am Bein, ne? Sieht ganz schön lustig aus mit deinen Beinen. Ja, ich kann die nicht helfen, weil das so schwer ist. Das war so eine Challenge. Moment mal gerade, Claudio. Ja? Komm mal her. Ja? Weißt du was, Claudio? Die Sachen waren gar nicht für mich. Die wollte ich für Eva haben. Kannst du ihr die bitte runter in die Küche bringen? Ich bin gerade die Treppen hochgegangen, Kathi. Ja, so ist das manchmal, ne? Ich muss jetzt wieder nach unten gehen. Ja, komm. Weißt du was, komm, dann gehen wir nach unten. Ich warte hier oben auf dich. Ach, du wartest hier oben? Ja. Ach, Claudio. Hast du nur die Sachen ausgeleert, oder was? Ja, hier ist eine Tüte. Ach so, okay, super. Das ist nicht lustig, Kathi. Ich dachte, die Challenge soll Spaß machen. Aber stattdessen bin ich hier nur am Treppenlaufen. Oh, Claudio. Kathi, jetzt muss ich hier wieder hochkommen. Ja, genau. Hau mal bitte den Beutel wieder. Oh, ich kann mich nicht bücken. Also Kathi, Treppen steigen, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ja, du musst dich fit halten, Claudio. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich fit hältst. So, jetzt damit du das mit der Geburt auch hinbekommst. Ja, klar. So, jetzt habe ich die Produkte unten abgelagert bei Eva. So, Kathi, hier ist deine Tüte. Kathi, bei dir ist voll warm. Also, eigentlich ist es hier gar nicht so warm. Doch, es ist mega warm bei dir. Was? Die Beheizung fühlt sich kalt an. Was hast du hier drin? Ich glaube, Claudius Hormone spielen verrückt. ja, klar, Kathi, das ist mein Hormon. So, Kathi, ich gehe jetzt weiter aufnehmen. Ich hoffe einfach, du bist nicht irgendwo. Mal gucken. Wir sehen uns. Ja, bis dann. So, ihr Lieben. Das ist echt witzig mit Claudio heute. Es ist natürlich alles mit Humor zu nehmen und nur ein Spaß. Wir wollen auf gar keinen Fall irgendwie einer Schwangeren zu nahe treten. Aber ja, ich finde, Claudio hat das heute einfach mal verdient, mal in so eine Rolle reinzuschlüpfen und das mal alles auszuprobieren. Und ich finde es bisher auch sehr unterhaltsam mit Claudio. Und ich habe jetzt auch noch eine weitere Idee. Claudio muss sich weiter fit halten. Ich habe ein paar Übungen für ihn vorbereitet. Also hole ich ihn mal direkt ab. Wo haben wir denn unseren Claudio? Ach, der ist bestimmt schon wieder am Computer. Und das ist nicht gut, wenn man zu lange rumsitzt. Bewegung ist wichtig. Claudio? Nein. Bewegung ist wichtig und du sitzt jetzt einfach schon zu lange am Computer. Komm mal mit. Wohin? Ich geh mal rüber zu Danja. Ja, okay. Brauch ich irgendwas? Mein Handy oder so? Nee, brauchst du nicht. Komm mit meinem Bauch. Willst du dich abstützen bei mir? Ja, danke. So oder? Wie du magst. Okay. Genau, wir gehen einmal zu Danja. Ja, wir sind jetzt in der Cloud und jetzt geht's Danja. Geh mal ruhig zu Danja. Guten Morgen, Danja. Guten Morgen. So, guck mal, wen wir hier haben. Claudia, dreh dich mal zur Seite. Ja, was sagst du dazu? Claudio ist schwanger. Ich bin im 6. Monat. Gestern warst du noch nicht im 6. Monat. Ja, das. Ich bin mir sicher, dass du gestern noch nicht schwanger warst. Ja, ich hab gestern Abend noch nicht. Ja. Ich hab mega aus, leg ich mal zur Seite. Ach so, jetzt merke ich gerade, Danja ist eine von den Personen, die gerne mal den Bauch anfassen möchte. Nee, nicht bei Leuten, die wirklich schwanger sind, aber ich bin mir sicher, dass da kein Kind drin ist. Ja, pass mal, voll gut. Oh, lass mal. Komm her, Danja. Hörst du mein Baby treten? Ja. Ich soll treten hören? Hast du gehört? Achso, eigentlich sind wir aber hier jetzt völlig, wir sind völlig vom Thema abgekommen. Ja, wir wollen uns deine Yogamatte aushalten. Claudia muss sich fit halten. Nee. Mach dir jetzt Schwangerschafts-Yoga. Boah, ich guck mir das an. Och nö, Kathi. Oh Mann, wie gut ist das denn? Was, oh mein, genau, hast du schon Beine gesehen. Claudio hat ganz schwere Beine. Wie viel wiegen die? Ich weiß nicht, das sind die von Kahn. Ich weiß gar nicht, von Kahn sind die. So. Können wir uns ausleihen. So, wie soll ich jetzt hier Yoga machen, Kathi? Also roll erstmal die Matte aus, Claudio. Und es ist auch immer wichtig, sich zu entspannen. Also wir machen ein paar Übungen, wir machen eine kleine Entspannung. Oh, na, guck mal, wie schwerfällig Claudio sich auch bückt. Ja. Ich muss die Schuhe ausziehen. Genau, zieh mal die Schuhe aus.
So, Claudio, dann leg dich erst. Sollen wir den Tisch ein bisschen zur Seite schieben? Was hast du vor? Ja, ich glaube, ich brauche ein bisschen Platz. Ja, als Schwangere brauche ich so ein bisschen Platz. Oder als Schwangerer. Darfst du euch auch schon wieder nicht schleppen, das ist mir zu schwer. Ja. Ja, aber ich darf einkaufen gehen, das darf ich, ne? Ja, leichte Sachen im Stoffbeutel. So, beginne ich vielleicht mit der Kerze? Wenn du möchtest, kannst du gerne mal eine Kerze. Wie geht eine Kerze? Geht die so? Was? Nein. Nein? Nein, Kerze musst du dich hinlegen. Muss mich, wie? Ah, das mit den Füßen nach oben. Mhm. Das ist eigentlich nicht Schwangerschaftsgymnastik, aber... Ah, ich kann mich nicht hinlegen. Kannst du mich hier vorne halten? Claudio. Nein, nein, Kerze, du musst hier nach vorne gehen. Halt deine Hände, warte. Genau, ja. Okay, ich merke schon, Claudia hat eigene Ideen, was er für Übungen machen möchte. Dann machen wir erstmal ein paar Übungen, die du so machst. Okay, eine Kerze. Du hast ja auch die beste Übung ausgesucht. Das ist eine Kerze. Nee, noch nicht. Du musst dich noch, ja, noch ein bisschen. Das ist auch eigentlich nicht so unbedingt die typische Übung. Die Kerze haben wir jetzt hinbekommen, oder? Dann machen wir jetzt mal Katzenkuh. Kennst du das? Nee. Ja, stell dich mal hier in den Vierfüßlerstand, also auf die Knie und auf die Hände. Ja. Wie macht denn eine Katze? Miau. Nein. Katzenbuckel. Also. Wie macht denn die Katze? Miau. So, dann mach jetzt erstmal einen Katzenbuckel. Ist das ein Katzenbuckel? Der kann ruhig noch ein bisschen runder sein, der Rücken. Ja. Die Arme eigentlich nicht so. Jetzt machst du mal ein Hohlkreuz und streckst den Kopf aber nach vorne. Ich mache ein Hohlkreuz und machst du. Also Claudio. So, Hohlkreuz. Ich krieg das nicht hin. Was, du kriegst Kati, nicht ich hin. Ich hab einen schwangeren Bock. Wie soll ich ein Hohlkreuz hinkriegen? Na, kriegst du so an der Seite hin? So, Claudio. Geht nicht. So, dass es. Claudio. Ja, genau. So. So. Und jetzt aber den Nacken in den Nacken quasi. Also, dass du nach vorne guckst. Ja. Genau. So geht das auch einfach an Hohlkreuz. Genau, und jetzt musst du eigentlich wieder das andere machen. Miau, miau, miau. Genau, wieder den Katzenbuckel und den Kopf nach unten. Und dann so? Ja, genau. Und das machst du halt ein paar Mal, um deinen Rücken ein bisschen zu lockern. Kathi, was würdest du sagen? Wo ist dein Stresslevel gerade? Also ich merke gerade, ich bin nicht die richtige Trainerin für Claudio. Das ist schön. Ich würde sagen, ich mache... Claudio, jetzt kannst du dich mal ein bisschen auf die Seite legen, auf die linke Seite. Kathi. Oh, warte, bitte. Ja, okay, das finde ich gut, kann ich mich nehmen. Genau, wir machen jetzt mal ein bisschen Entspannung. Ja. Ich singe jetzt mal ein bisschen was für dich. Ja, machst du das? Oh. La, 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 la. Das ist aber kein Singen, das ist auch nicht entspannt. Kannst du vielleicht... Soll ich ein Yoga-Mantra singen? Ja, bitte. Daniel, hast du da eins parat? Nein, beim Yoga läuft ja eigentlich immer keine Musik. Du kannst mich in den Schlaf hypnotisieren. Nee, du musst mitmachen. Okay. Genau. Aber hier, es muss hier wirklich vibrieren in der Brust. Das macht man eigentlich auch nicht im Liegen. Nee, eigentlich. Ich merke schon, wir sind nicht so die richtigen Yoga-Trainer. Aber jetzt. Wir merken, Claudio kommt langsam zur Ruhe. Guck mal. So kennen wir Claudio. Ich streichel schon sein Bauch. Claudio versucht gerade eine Beziehung aufzubauen zu seinem Kissen. Ich habe mir nicht so eingebaut, ich habe noch keinen Namen. Also ja, wenn du möchtest, kannst du dir jetzt schon einen Namen ausdenken. Okay, ich denke mir einen Namen aus später. So, ich mache jetzt. Weißt du, welche Übung ich gerne mache? Ja, mach. Ich zeig dir mal eine. So zum. Den. Ich mach mal gerne die, die ist immer ganz gut. Oh. Ja, das geht aber wahrscheinlich nicht gut mit deinem Bauch, oder? Ach, ja, mein Kind hat sich auch gerade beschwert. Er sagt, ja, ich glaube auch, das ist nicht Papa, ganz geeignet. Bitte auf damit. Das war's doch mit der Yoga-Challenge jetzt, oder? Ich fand die gut. Also du warst in Ordnung. Ja. Ja, danke. Ja. Ist okay. Ich beim Yoga. Danke, dass wir uns deine Matte ausleihen konnten, Danja. Kein Problem, das war mir alles wert. Ganz ehrlich, immerhin bist du so nett, weil ich weiß ganz genau, wenn ich das mit Karin oder mit Danja machen würde, die würden sagen, mach mal einen Hampelmann. Oder mach mal ein paar Liegestütze, würden die sagen, ne? Ja, aber muss jetzt machen, oder? Darf mal. Liege? Kathi, ich komme mit dem Bauch nicht runter. Guck mal, Kathi hat dir einfach gegeben. Guck mal. Soll ich dann jetzt Liegestütze machen mit dem Bauch? Ich komme aber nicht ganz runter, ne? Guck. Nein, ist ja okay so. Okay. Ja. Oh, Claudio. Ja. Ich kann keine Liegestütze. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Einzige. Na komm, 5 machst du noch. 1, 2, ey, mein armes Kind. 3, 4 und 5. Weißt du, dass René letztens 300 Liegestütze macht? Ja, habe ich im Video gesehen. Ja, und ich glaube, Kahn hat nur so getan, als ob, ne? Ja. Unfassbar. So, danke, Danja, für deine Yogamatte. Kein Problem. Oh, das ist voll schwer mit dem Heben. Ja, komm, ich helfe dir, Claudio. Danke. Oh, komm, der Arme Claudio. Ich habe mir schon gerade überlegt, ja, vielleicht sind Zwillinge. Vielleicht sind Zwillinge, ja. Nächster Monat, muss ich sagen, ist schon viel los bei dir. Ich habe mir schon einen Namen zwischen euch beiden überlegt, also ob irgendwie mit Kathi und Danja gemixt, aber wie soll das denn gehen?
Catania? Catania. Catania. Aber hast du nicht gerade gesagt, er? Egal. Ein Junge namens Catania. Mein Junge oder mein Mädchen heißt Catania. Okay. So, danke Kat für die tolle... Danke für die tolle Yogastunde. Ich gehe jetzt weiter Videos aufnehmen. Mach das mal. Ja. Wir sehen uns später wieder, Claudio. Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen mit dir vor. Okay. Was meinst du, Danja? Wie schlägt sich Claudio? Boah, also ich glaube, das ist der wehleidigste Schwangere, den ich jemals gesehen habe. Der erste Schwangere, den ich überhaupt gesehen habe, glaube ich. Aber ich bin ja nicht ohne Grund auf diese Idee gekommen, das mit ihm zu machen. Er hat einfach in letzter Zeit immer wieder so ganz merkwürdige Ideen über Schwangere gehabt. Mhm. Konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Und ich möchte ihm einfach damit helfen. Er soll einfach mal merken, wie es ist, schwanger zu sein. Ja, ich glaube, das schaffst du gut. Ich glaube, er bekommt langsam ein bisschen Respekt für diese ganze Sache. So nehme ich das zumindest wahr. Was hast du noch vor heute mit ihm? Ach, mal abwarten. Okay. So, ihr Lieben, ich war gerade unten, bin jetzt wieder nach oben gekommen und stehe mal wieder vor Claudios Tür. Wir gucken mal, wie es ihm geht. Claudio! Ah, Claudio ist gar nicht da. Okay. Ganz ehrlich, wie sieht's hier eigentlich aus? Bei Claudio im Studio ist es echt unordentlich und ich finde, der sollte hier mal ein bisschen aufräumen. Aber dafür müssen wir ihn erstmal finden. Keine Ahnung, wo der ist. Warum ist der denn hier nicht? Unten war er auch nicht. Dann gehen wir mal auf die Suche. Ich glaube hier... Nee, da sind gerade René und Eva und nehmen was auf. Bei Kahn ist es auch ganz still. Aha! Ich sehe doch da was. Da liegen doch so lange Beine. Claudio, was ist denn hier los? Was machst du in meinem Studio? Kathi, weißt du, wie anstrengend ist es, die ganze Zeit die Treppen hoch und runter zu laufen? Ich dachte mir so, komm, ich habe jetzt keine Lust, bis in mein Studio zu laufen. Deshalb ruhe ich mich jetzt in der Mittagspause hier aus. Bist du schon so kaputt? Ja, weißt du, das wirklich das Schwierige ist, die ganze Zeit das Treppen hochsteigen und runterlaufen mit den... Ja, vor allem, weil du diese Gewichte hast, ja. Ne? Ich dachte mir, ich ruhe mich jetzt hier aus und ich dachte, hier findest du mich eigentlich nicht, weil du würdest, glaube ich, nicht denken, dass ich hier bin, aber... ich habe gerade zufällig dann, also ich bin eben von unten gekommen, da habe ich dich nicht gesehen beim Vorbeihuschen, aber jetzt gerade, als ich in die andere Richtung gelaufen bin, da dachte ich, da sehe ich doch was. Aber komm mal mit, ich helfe dir in dein Studio. Komm, wir gehen. Ja, kannst du mir aufhelfen? Ja, komm. Ah, danke. So, ich helfe dir in dein Studio zu gehen, damit du dich da ausruhen kannst. Aber langsam kannst. Bitte. Ja, genau, da kannst du dich dann ausruhen. Ja, du, immer mit der Ruhe, ich habe... Claudio. Ja, aber es ist anstrengend. Guck mal, die Tür steht schon auf und ich habe mir auch was für dich überlegt. Ich habe schon mal überlegt, was gibt es hier, aber hier gibt es ja gar nicht. So, Claudio, ganz ehrlich, was soll dein Kind denn denken, wenn es hier auf die Welt kommt? Das ist einfach unordentlich in deinem Studio. Du musst hier mal aufräumen. Ich weiß, aber musst du das heute machen? Ja. Zack, 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 ich komme so in einer halben Stunde wieder und dann will ich, dass das hier alles blitzeblank ist. Ja, okay. Ja, los! Ja, okay, da fange ich an. Ich stelle mal die Kamera da in die Ecke, dann sehen die Leute auch, dass ich aufhabe. Och, Kathi, bitte. Bis später. Ja, bis später. So, Freunde. Ja, ich weiß, bei mir sieht es ziemlich unordentlich aus und ich meine, es ist doch ganz cool. Warte. Räumst du auch auf? Ja, Kathi, ich wollte gerade den Zuschauern erklären, dass ich hier aufräumen werde. Ja, du brauchst nicht lange erklären, du kannst einfach anfangen. Ja, ich fange dann jetzt an, aufzuräumen. Ich wollte nur sagen, mein Studio ist gerade sehr, sehr chaotisch aus, ich fange jetzt an aufzuräumen. Ich habe gehört, wie du nur gequatscht hast, deswegen bin ich nochmal wieder reingekommen. Ja, hier. So, los. Das kannst du haben. Ja, ich räume jetzt hier auf. Und ihr passt auf, dass Claudio auch ordentlich aufräumt. Ja. Das war für die Fakt- oder Lüge-Challenge, das kann ich eigentlich noch gebrauchen, aber was ich nicht gebrauchen kann, sind halt diese losen Blätter. Ja, wer kennt es nicht? Claudio hat einfach hier 500er Scheine rumliegen. Bei ihm läuft YouTube Money. Ah, boah, ich kann mich nicht bücken. Leute, ich kann mich nicht bücken. Ey, boah, das ist so anstrengend. Ja, Zopp, ich finde das doch schon mal gut aus, ganz ehrlich. Ja, schaut mal, Freunde. Mein Regal ist jetzt eigentlich ganz gut eingeräumt, finde ich. Ja, die Sachen da oben kommen noch weg, aber so mit dem Bauch kann ich das jetzt nicht machen. Ich finde, jetzt sieht es eigentlich ganz schick aus. Schaut mal, ist ein bisschen geordnet. Das kann zwar noch ein bisschen schicker sein. Ich gucke mal so nach hinten, das kann auch schicker sein, aber ja. Sonst ist es jetzt geordnet und sonst ist es jetzt sauber. Um diese Ecke kümmere ich mich später. Ich würde einfach sagen, ich ruhe mich jetzt einfach aus. Was ist das hier? Warum ist die Kamera aus?
Und warum liegt Claudio da und schläft? Claudio ist scheinbar völlig erschöpft eingeschlafen. Aber er hat hier wirklich ordentlich aufgeräumt. Er hat guten Job heute gemacht und ich glaube, ich lasse ihn jetzt einfach mal. So, das war's dann auch für heute mit dieser Challenge für Claudio. Ich glaube, für Claudio war das doch ganz schön anstrengend, aber ich glaube, es hat ihm auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe es ja eben schon gesagt, wir wollten auf jeden Fall heute keine Schwangeren verärgern oder so, sondern wir wollen nur Claudio mal zeigen, wie das so ist. Natürlich hat er nur einen ganz kleinen Eindruck bekommen, aber ich glaube, er hat heute schon ein bisschen dazugelernt. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Schwangere kennt oder vielleicht selber gerade schwanger seid, alles, alles Gute von uns. Und wie hat euch das Video gefallen? Gerne unten in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!